Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Erste Halbzeit war schon ganz wenig, muss man ehrlich sagen. Da hatten wir Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten. Braucht man, glaube ich, gar nicht drumherum reden. Oder muss man auch ehrlich sein, dass das kein so guter Auftritt war. Aber ich glaube, die Reaktion in der zweiten Halbzeit umso beeindruckender, umso besser und umso verdienter denn auch, glaube ich, am Ende gewonnen. Ja, auch zum ersten Mal Fußball gespielt. Ja, ich glaube, in der ersten Halbzeit auch wieder viele lange Bälle, dann kam das Wetter dazu, dann wurde es glitschig und haben gar keinen Zugriff gehabt und wie gesagt, eigentlich davon gelebt, dass Viktoria da nicht in Führung geht. Und zweite Halbzeit sah es, glaube ich, auch so aus, wie es in einem Heimspiel aussehen soll und den FCS, den man sich, glaube ich, auch wünscht und den man auch schon kennenlernen durfte. Herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz nach dem Spiel 1. FC Saarbrücken gegen Viktoria Köln. Einstand 2:0 nach einem sehr interessanten Spiel gegen eine starke Viktoria aus Berlin. Wir wollen das hier analysieren mit den beiden Trainern. Gästetrainer Benedetto Muzzicato und Uwe Koschinat. Wie immer haben unsere Gäste das erste Wort in der Analyse. Bitte schön. Ich glaube, das Ding geht nicht, oder? Nein, ich glaube es nicht. Egal, aber erstmal Gratulation an meinen Kollegen und auch an den Club. Ich denke, dass aufgrund der ersten Halbzeit viel mehr drin war. Wir haben wirklich ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel gemacht als Aufsteiger bei einem sehr, sehr guten Club aus der dritten Liga. Ich bin super stolz auf die Jungs auch. Aber ich wiederhole eben halt jedes Wochenende fast dasselbe. Wir haben auch in Magdeburg eine überragende zweite Halbzeit bzw. gute halbe Stunde gehabt, haben uns nicht belohnt. Und dieses Belohnen auf Dauer wird irgendwie anstrengend, wenn du den Jungs eben halt von der Idee her, von den Prinzipien her, von der Spielidee wirklich alles passt, der Matchplan geht auf und die Jungs dann eben halt so fahrlässig mit diesen Möglichkeiten umgehen. Ob das Enes Kütsch ist, der sich den Ball einen Tick zu weit vorlegt, Tyson in der ersten Halbzeit, auch Pascal Werkamp, der Kopfball von Pinkert. Das wird ein anderes Spiel, wenn wir einfach den einen oder anderen, die ein oder andere Chance nutzen. Das war nicht so. Wir haben trotzdem, glaube ich, mehr Lob in der Halbzeitpause gehabt als Kritik. Haben ein, zwei Dinge angesprochen, die wir vielleicht gerade im letzten Drittel hätten noch besser machen können. Dann kommt aber auch Saarbrücken und macht's cleverer, macht's effektiv. Und da hat man eben halt dann diesen Qualitätsunterschied gesehen, gerade dann halt auch im Finish, wie sie das zu Ende gespielt haben.
Soweit sind wir halt noch nicht. Ich glaube, wir spielen trotzdem eine gute Runde mit einem sehr ansehnlichen Fußball. Müssen eben halt trotzdem darüber reden, wie wir es hinbekommen, halt Spiele zu ziehen und effektiver zu werden. Und das hat nicht unbedingt mit der Trainingsarbeit zu tun. Das kannst du nicht trainieren. Da kannst du noch 100 Mal aufs Tor schießen, wenn das Wochenende dann losgeht oder der Schiedsrichter das Spiel anpfeift und du dann anfängst zu überlegen oder den Flow nicht hast, das Selbstvertrauen nicht hast, dann kannst du noch so gut spielen. Und deswegen, ein Kompliment an meine Jungs, aber auch an den Gegner und aufgrund der zweiten Halbzeit dann auch irgendwie verdient. Wie gesagt, Effektivität im Fußball ist das A und O. Deswegen, ja, nochmal gratuliere und schönen Abend noch. Vielen Dank. Zu tun, dass wir unser Spiel von hinten heraus etwas sehr eindimensional strukturiert haben. Dass wir unsere beiden Außenverteidiger, die eigentlich gegen dieses aggressive Anlaufen so die Idee wären, um das Spiel etwas ruhiger fortzusetzen, dass wir die nicht gut in Position gebracht haben. Ich glaube, dass Dodo in der ersten Halbzeit große Probleme hatte, dass wir über diese halblinke Position über Mario dann sehr, sehr häufig wieder abgewandt nach hinten gespielt haben, der Ball am Ende immer beim Torwart gelandet ist. Und wir dann zwar sehr, sehr häufig über lange Bälle Adriano Grimaldi gefunden haben, aber von dort auch keine guten Spielfortsetzungen hatten. Was ich etwas wiederholt bemängel, ist, dass wir vielen, vielen einfachen Fehlern nachgelaufen sind, dass wir auch auf der letzten Linie zum Teil so im Zugriff, im Zweikampf keine guten Entscheidungen getroffen haben und dass wir, das gehört zur Wahrheit, einfach einen überragenden Torwart benötigten, um tatsächlich mit 0-0 in die Kabine zu gehen. Ich glaube, die letzten Minuten hat man gesehen, dass wir, wenn wir unser Spiel beschleunigen, gegen diese sehr offensiv attackierenden Berliner dann auch unsere Möglichkeiten kriegen, dass wir da auch zu klaren Torgelegenheiten kamen. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass zu dem Zeitpunkt wir eigentlich schon mit ein oder zwei Toren hätten im Rückstand sein können. Und am Ende drückt ja alleine das Eckenverhältnis von, ich glaube, zwischendurch mal 5 oder 6-0, drückt ja am Ende auch die Kräfteverhältnisse aus. Insofern ist das einfach so gewesen, dass wir mit Ausnahme der letzten Minuten einfach viel, viel Glück hatten, einen tollen Torwart und natürlich auch vielleicht in der einen oder anderen Situation einfach eine falsche Entscheidung der Berliner vom Tor brauchten. In der zweiten Halbzeit haben wir dann unser Spiel komplett umgestellt. Die erste Idee war, Adriano Grimaldi ganz konsequent in der Mitte zu halten, eben nicht mehr auf die Seiten zu ziehen. Der ist ja versucht, die Dreierkette der Berliner auch etwas breiter zu strukturieren und viel mehr Angriffe auch über beide Seiten aus dem Zentrum heraus nach vorne tragen zu können, unsere Außenverteidiger mehr mitnehmen zu können. Ich finde, wir haben durch diese Maßnahme und Jänicke noch weiter ins Mittelfeld zurückzuziehen, viel, viel mehr Struktur im Spiel gehabt, haben sehr, sehr schnell auch ein ausgeglichenes Eckenverhältnis gehabt, nicht so viele Bälle so richtig gut in den Strafraum gebracht, aber zumindest mal waren die Kräfteverhältnisse nicht mehr so eindeutig auf Berliner Seite. Wir haben noch einmal beim Stand von 0-0 richtig Glück gehabt, als, ich weiß nicht, wer es genau war, aber Cigarci einfach den Ball nicht sauber trifft im Strafraum. Ich glaube, wenn er das tut, und das entspricht ja normalerweise seinen technischen Fähigkeiten, dann sind wir da in Rückstand. Aber da muss man dann sagen, das wäre so ein 0-1 aus dem Nichts gewesen, weil wir in der zweiten Halbzeit wirklich eine viel, viel bessere Kontrolle hatten. Hört sich etwas absurd an, weil wir eben auch viel, viel tiefer verteidigt haben, weil wir unsere Reihen viel, viel mehr geschlossen haben, haben am Ende im Grunde komplett darauf verzichtet, den Spielaufbau aus der Dreierkette der Berliner anzulaufen, sondern sie etwas mehr einfach in Räume zu locken und dann überfallartig nach vorne zu spielen. Und das wiederum hat natürlich sehr, sehr gut funktioniert. Wiederholt ist es so, dass wir den Sieg natürlich auch einfach den Einwechselspielern zu verdanken haben. Von der Bank kam permanent neue Energie. Die Spieler haben sich sehr, sehr schnell eingefügt, was dann am Ende eben auch für einen guten und ausgeglichenen Kader spricht und dafür, dass Spieler nicht irgendwo mit einer langen Fresse draußen sitzen, sondern sofort bereit sind. Und deswegen, glaube ich, haben wir hinten heraus dann eine ordentliche zweite Halbzeit spielen können mit einigen guten Möglichkeiten, mit einer 2-0-Führung, die wir dann in Summe auch sehr, sehr ordentlich verteidigt haben. Und ich glaube, spätestens mit der Hinausstellung, mit der Überzahlsituation ging es dann primär darum, das Ergebnis zu halten und das sauber über die Bühne zu bringen. Und dann ist es natürlich schon so gewesen, dass wir sehr, sehr erleichtert sind, weil wir berechtigterweise viel Kritik einstecken mussten. Und ich glaube, das Spiel heute auch in der fußballerischen Analyse auch sehr, sehr viel Raum für Kritik und Verbesserungen lässt. Auf der anderen Seite haben wir jetzt 27 Punkte geholt. Es ist eine vernünftige Ausgangssituation, um den Winter positiv zu beenden. Dass das in einigen Phasen wirklich noch sehr, sehr schwer aussieht und auch sehr, sehr schwer ist, das sollten wir nicht verleugnen.
gibt Luft nach oben. Auf der anderen Seite ist zumindest, was den Punktestand angeht, was die Form der Effizienz angeht, was die Kaderstärke angeht, das, glaube ich, ein richtiger Schritt gewesen, ein wichtiger Schritt gewesen. Ja, danke. Ja, vielen Dank für die Eingangsstatements. Wir kommen zur Fragerunde. Frage an Uwe Koschinat. Wenn ich es richtig gesehen habe, hatte der Schiedsrichter Ihnen nach dieser Aktion Ernst mit dem Tormann irgendwie ein Zeichen gegeben, dass er beim nächsten Foul was macht. Sie haben ihn draufgelassen. War das Gottvertrauen in seine Routine? Weil ich glaube, Zeitz haben Sie ja auch wegen der gelben Karte ausgewechselt. Ich nenne es mal Ernstvertrauen, weil ich nie so richtig weiß, warum der da oben dann ausgerechnet auf meiner Seite sein soll. Insofern, ja, bin ich zwar ein guter Mensch, aber ich glaube, so viel Hilfe kriege ich dann von oben nicht. Ich habe mit Dodo Ernst ja schon eine langjährige Zusammenarbeit. Als wir damals den Spieler aus der Regionalliga geholt haben, hat er es wirklich geschafft, mit seiner extrem aggressiven Art mich direkt zu begeistern, aber tatsächlich in den ersten 10 Drittligaspielen zweimal vom Platz zu fliegen. Weil er sich dann eben nicht mehr unter Kontrolle hat nach einer persönlichen Bestrafung. Aber der Junge ist reifer geworden. Ich finde, man hat in dieser Saison sehr häufig gesehen, dass er mit einer persönlichen Bestrafung eigentlich sehr gut umgeht. Ich nenne mal so das Beispiel Knauf in Dortmund, nach einer Viertelstunde gelb gesperrt, gelb verwarnt und dann trotzdem 90 Minuten super gut verteidigt. Also wenn du das auf dem Niveau gegen einen solchen Spieler hinbekommst, dann kann das eigentlich auch immer funktionieren. Insofern habe ich eigentlich die Erfahrung gesammelt, dass das Dodo mittlerweile gut hinkriegt, sehr weiter aggressiv bleibt, ohne dann irgendwo einmal diese Grenze zu überschreiten. Und es war mir einfach wichtig, dass er so mit seiner Verteidigungsenergie sich endlich in dieses Spiel reingräbt. Bei Manuel Zeitz war es etwas anders. Wir haben dann tatsächlich spät in der Kabine entschieden, dass wir ihn drin lassen, weil Manu eben auch selbst wusste, dass in der Zentrale immer so weit rausverteidigend eben so ein kleiner Fehler dazu führen kann, dass er irgendwo nochmal zu lang muss und dann spielen wir zu früh mit 10 Mann. Und deswegen die Entscheidung, ihn rauszunehmen und Dennis Erdmann in die Viererkette zu stellen. Vor dem 1-0 gab es ja direkt eine Einwechslung. Jetzt nehme ich mal an, dass da auch es wurde ja auch eine Ansage gemacht ins Feld hinein, aber es ging ja so schnell mit dem 1-0. War das dann schon die Wirkung der Ansage oder hat man das schon vorher irgendwie den Einwechselspielern gesagt, das ging ja, war ja kaum mal eine Minute passiert, dass das Tor gefallen ist? Ja, also es war jetzt nicht konkret so, dass wir von außen irgendwie einen über die Einwechselspieler neuen Spielzug einstudiert hätten. Es waren ja positionsgetreue Wechsel. Nein, ist, glaube ich, dann einfach sehr, sehr wichtig, dass Einwechsler A, ein Spiel vorher sehr gut lesen, dass sie sich kurz vor der Einwechslung entsprechend emotionalisieren, um sofort da zu sein. In so einem Spiel hast du keine lange Anlaufzeit und dass sie einfach heiß darauf sind, jede Minute zu nutzen, um sich aufzudrängen und eine mögliche Fehlentscheidung des Trainers bei der Anfangsformation dann auch entsprechend umzukehren. Ne? Und das machen die derzeit sehr, sehr gut. Das spricht für die Truppe und spricht dafür, dass wir eben auch mal ein Spiel verändern können, nicht nur durch einen taktischen Wechsel innerhalb der ersten Elf, sondern eben auch durch neue Energie von außen. Eine Frage an Herrn Muzzicato. Zum Schluss gab es noch die rote Karte für Ihren Spieler Cigerci. Wie bewerten Sie diese Situation und war es vielleicht ein bisschen überzogen? Überzogen, weiß ich nicht, war schon ein Impuls da von Tolly, dass er sich direkt umdreht, den Spieler greift und auch ein bisschen runtergeht mit dem Kopf. Ein bisschen Fingerspitzengefühl vielleicht, aber im Großen und Ganzen war das einfach keine gute Aktion. Er hat sich auch schon entschuldigt, ist auch in die Kabine der Schiedsrichter gegangen. War nicht clever und auch vom Zeitpunkt her. Aber wann ist das schon bei einer roten Karte so? Deswegen, kann man vielleicht geben. Ja. Da es erkennbar keine weiteren Fragen gibt, darf ich mich für die Teilnahme bedanken, unseren Gästen. Die gute Heimreise weit nach Berlin. Wir freuen uns aber jetzt schon auf unseren Besuch in Berlin. Wünschen bis dahin alles Gute, gute Heimfahrt. Und uns, Uwe, hier einen angenehmen Abend im Ludwigspark. Vielen Dank. Wünsche ich auch.